Moin, mein Name ist Tom Rücker und ich bin schon seit, also als Kind schon zum Meeresangler auf jemanden geworden. Ich habe ja ein Ferienhaus. Und wenn ich meine privaten Dorschfänge der letzten Jahre auswerte, dann muss ich sagen, dass ich die Zahlen des Thünen-Instituts überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die sind in meinen Augen viel zu hoch gegriffen. Und damit ist die Fangbeschränkung für Dorsche, dieses sogenannte Backlimit, eine Fehlentscheidung der Politik. In meinen Augen wäre eine akzeptable Alternative, wenn man die Entscheidung über die Entnahme von Dorschen in die Hände der Angler legen würde, durch ein freiwilliges Entnahmefenster zum Beispiel. Das würde die Bestände schonen und würde dem Tourismus hier an der Küste, der unter dem Backlimit stark leidet, helfen. Ich gehe verantwortungsvoll mit dem Dorschbestand um und möchte auch in 10 Jahren noch Dorsche fangen können. Als Freizeitangler ist mir natürlich wichtig, dass wir die Bestände vom Dorsch schützen. Und aus dem Grund sind wir auch bereit, auf Fänge zu verzichten. Aber es kann nicht sein, dass wir von der Politik gezwungen werden, uns nur noch erlaubt wird, eine bestimmte Menge zu fangen. Und das, was ich dann weniger fange und meine Kollegen weniger fangen, wird dann der Quote der Berufsfischer wieder zugeschustert. Damit ist dem Dorschbestand nicht geholfen und das wollen wir nicht.